Flur. Und die Kleine dort, das ist die Tochter hier von der Pebbles. Sie hört auch den Namen Malu und ist letztes Jahr im Juli geboren. Die Malu will noch gar nicht an der Fütterung teilnehmen. Stimmt, die Malu ernährt sich ausschließlich von Muttermilch. Sie wird fast ein Jahr lang von der Pebbles gesäugt. Und da muss sie sich dran gewöhnen, den von uns angebotenen Fisch anzunehmen. Denn Seelöwen haben sich von Fisch und Tittenfisch raus im Meer. Ja, ist ja gut. Damit die Seelöwen den Fisch auch kriegen oder den Tittenfisch, müssen sie sehr schnell schwimmen oder tauchen können. Sie können bis zu 50 Stundenkilometer schnell werden, 100 Meter tief tauchen und ca. 15 Minuten die Luft anhalten. Ionengeschwindigkeiten erreichen die Seelöwen durch den Einsatz der vorderen Flossen. Die hinteren Flossen dienen der Steuerung. So, jetzt zeig mal, wie schnell du ansatzweise schwimmen kannst. Das sind natürlich keine 50 km/h. Das ist das Becken dann doch zu klein und die Tiere sind fett und träge im Zug. Wir versuchen, denen entgegenzuwirken, aber das funktioniert nicht immer sehr gut. Zum Beispiel bei dieser Dame, weil sie wird auf keinen Fall kurz halten, denn Mama und Kind, Mama und Kind.